Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Winzer, zum Winter-Online-Vortrag 2021. Mein Name ist Markus Honreder. Ich betreue das Gebiet Weinviertel, Wagram, Tullnerfeld und St. Pölten. Syngenta, Ihr Partner im Wein- und Obstbau. Unsere Rebschutzempfehlungen für 2021. Unser Produktportfolio umfasst das Produkt Comatol, Dynale, Switch, Ridomil Gold noch im heurigen Jahr, Tiovicet, Ampexio, Topaz und Pergado. Zu Beginn unseren Schwefel, Tiovicet, unser Netzschwefel, der als Granulat formuliert ist, mit besonders gutem Auflöseverhalten, besonders guter Suspension im Tank, das heißt, er verbreitet sich sehr gut in der Flüssigkeit, im Wasser, in der Brühe. Es ist ein Netzschwefel, der nicht staubt, das auch sehr wichtig ist. Und vor allem, es ist der preiswerteste Schutz gegen Kräuseln, Pockenmilbe und Oidium. Nun aber zu unserem Hauptprodukt gegen Oidium, dem Dynale. Dynale besteht aus den Wirkstoffen Diphenoconazol und Cyclophenamid, wirkt systemisch, translaminar und auch über eine Dampfphase. Und was sehr wichtig ist, es ist protektiv und kurativ wirksam. Mit 0,65 Liter pro Hektar in erster Linie gegen Stoßrichtung echter Mildau, Rotbrenner und Schwarzfäule mit zweimaliger Anwendung, 21 Tage Wartezeit. Und was sehr interessant ist, ist diese Formulierung, diese DC-Dispersionsformulierung. Eine Formulierung, die auf sehr natürlicher Basis aufgebaut ist, auf der Basis von Milchsäure, löst sich sehr, sehr schnell im Wasser, ist gut mischbar und auch die Gebinde sind sehr leicht zu entleeren. Mehr Sicherheit durch dreifache Wirkstoffverteilung, das heißt translaminar, systemisch und die Dampfphase. Das heißt aber auch, die Kurativleistung können wir hier gewährleisten, indem das Dynale bis 3 Tage rückwirkend kurativ heilend ist. Hier ein Beispiel eines Versuches. Im Vergleich zu anderen Produkten sehen wir hier im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle, dass das Dynale mit allen wesentlichen Produkten am Markt sehr, sehr gut mithalten kann. Hier ein Versuch aus Freiburg in Deutschland im Vergleich zu einem anderen Produkt. Hier Dynale sowohl auf Blatt als auch auf der Traube und auch natürlich im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle sehr, sehr gut und erfolgreich wirksam gegen den Mildau. Hier eine Kontrolle und auf der rechten Seite hier die behandelte Variante mit dem Dynale. Hier ein Oidium-Versuch im Rotwein unbehandelte Kontrolle. Man sieht hier schon das Oidium auch auf den Blättern. Hier dazu ein Vergleichsmittel und hier die Variante mit dem Dynale. Und hier, um das nochmals zu verdeutlichen, nebeneinander das Vergleichsmittel und das Dynale. Also sehr, sehr gute wirksam gegen den echten Mildau. Wann sollten wir Dynale üblicherweise einsetzen? Der beste Einsatz ist ganz einfach im zügigsten Rebenwachstum. Das heißt, von der letzten Vorblüte bis zum Ende der Blüte und im spätesten Falle bis zum Erbsengrößestadium darf Dynale eingesetzt werden. Hier ist es auch optimal aufgehoben. Dynale besticht vor allem durch ein einzigartiges Food Chain Profil. Das heißt, alle Rückstandsdaten von Diphenoconazol waren unter den Höchstwerten und alle untersuchten Weine waren nahezu rückstandsfrei. Das heißt, Dynale bietet auch hohe Sicherheit bei ihrer Vermarktung. Nun zu einem neuesten Produkt, dem neuesten Produkt aus dem Hause Syngenta gegen Peronospora mit dem Namen Ampexio. Können Sie sich noch erinnern an das Peronospora 2008, wo es ganz extrem war, oder auch 2016, ebenfalls ein Schaltjahr, wo wir sehr, sehr starke Niederschlagsereignisse hatten und wo die Peronospora überaus massiv in unseren Weingärten vorhanden war. Hier ein Bestand mit einem Totalausfall. Aber auch solche Bestände und gesunde Trauben waren möglich. Was ist jetzt das Ampexio? Mit den Wirkstoffen Zoxamide und dem Mandipropamid, das wir ja vom Pergado kennen, haben wir hier eine Kombination zur Hand, die jetzt einmal nicht durch Vollbett gekennzeichnet ist, sondern dieses Zoxamide, quasi ein Belagsmittel mit tiefen Wirkung. Das Produkt ist eine Granulatformulierung mit einer jetzt 0,75 Kilogramm Packung. Früher hat es auch eine 4 Kilogramm Packung gegeben. In Reben
das heißt in Keltertrauben und in Tafeltrauben registriert, mit dreimaliger Anwendung. Und was sehr interessant ist bei diesem Ampexio, ist die kurze Wartezeit. Das heißt, auch sehr, sehr spät kann das Produkt noch kurz vor dem Lesetermin eingesetzt werden. Wie wirkt dieses Zoxamid? Im Prinzip wirkt es auf die Behandlung, auf die Keimung der Sporen. Das heißt, das Pilzmyzel kann sich nicht entwickeln und durch die Spaltöffnungen nicht in die Pflanze eben eindringen. Das heißt, als stoppende Wirkung wird kein Keimmyzel gebildet und die Sporen sterben ganz einfach ab. Zoxamid hat eine sehr hohe fettlösliche, fettliebende Eigenschaft. Das heißt, es geht sehr gut in die Wachsschicht der Trauben und der Blätter hinein. Zwei unterschiedliche Wirkstoffklassen ergänzen sich hier optimal. Die vollbettfreie Lösung bietet einfach mehr Sicherheit im Weinbau. Wie schon erwähnt, Apexio hat eine Granulatformulierung, aber eine Granulatformulierung, die sehr, sehr hochlöslich ist, weil eben diese große Oberfläche der Granulatkörner bedingt, dass das Granulat sehr, sehr schnell in. Hier sehen wir das, auch bei 5 Grad Celsius oder bei 20 Grad Celsius ist im Prinzip egal. Ampexio löst sich sehr, sehr schnell und geht eigentlich hervorragend in Lösung. Staubt nicht und löst sich eben auch sofort auf. Ja, das Ampexio-Gefühl gegen Peronospora, eine neue Wirkstoffkombination, mittlerweile schon das dritte Jahr am Markt, mit sehr wenig Produktvolumen, das heißt mit einer Aufwandmenge von 0,5 Kilo, haben wir hier sehr, sehr geringes Produktvolumen für die Peronospora-Bekämpfung zur Hand. Und wie gesagt, schon, das ist vorher schon erwähnt, diese kurze Wartezeit ist überaus interessant. Kumatol seit dem vorigen Jahr im Programm, auch Syngenta hat jetzt ein Kupferprodukt mit 350 Gramm pro Kilogramm Reinkupfergehalt als Kupferhydroxid gehalten. In erster Linie eben gegen pilzliche Erreger, falsche Mehltaupilze, Kraut- und Knollenfäule in der Kartoffel, aber auch vor allem im Weinbau. Mit 0,5 bis 2 Kilogramm pro Hektar anzuwenden. Wenn wir es mit 2 Kilo pro Hektar anwenden, wären das 700 Gramm Reinkupfer, sprich mit 4 Spritzungen 2,8 Kilogramm Reinkupfereintrag. Und auch in der Kartoffel, im Intervall von 7 bis 10 Tagen, können wir das Produkt mit 2 Kilogramm pro Hektar anwenden. Kumatol, Kupferhydroxid, beste Kupferform. Wie man sagt, gute WG-Formulierung, sehr, sehr gut lösbar. Sehr breit mischbar und vor allem diese breite Zulassung und den Preis, der ist auch nicht, muss man auch nicht unerwähnt lassen. Es ist ein sehr, sehr preisgünstiges Kupferprodukt. Und natürlich auch bio geeignet. Ein paar Worte zur Botrytis. Switch kennen wir seit Jahren, ich möchte es nur erwähnen. Das Paradeprodukt, wenn es um Switch mit den Wirkstoffen Cyprotenil und Fludioxonil. Wirkt nicht nur gegen Botrytis, auch gegen Grünfäule. Fludioxonil bewirkt ganz einfach auf die Sporenkeimung und auf das Keimschlagwachstum. Und das Cyprotenil wirkt gegen das Myzelwachstum bzw. gegen dieses Haftorgan, dieses Appressorium, dass sich hier der Pilz ganz einfach nicht an die Bärenhaut anlagern kann. Eben diese vier Angriffspunkte auf die Sporenkeimung, Keimschlauch und auf das Haftorgan bzw. auf die Myzelbildung wirkt das Switch eigentlich ganz hervorragend. Wie gesagt, Switch gegen Sauerfäule, Botrytis, aber auch vor allem gegen Penicillium hervorragend wirksam und auch sehr gute Zusatzwirkungen gegen einen breiten Komplex an anderen Traubenfäulerregern zeichnen dieses Produkt eben seit Jahren aus. Der optimale Termin ist sicherlich kurz vor Traubenschluss. Warum? Weil hier auch das Stielgerüst benetzt wird und auch die Fäulen aus dem Stielgerüst herauskommen können. Welchen Nutzen hat Switch im Weinbau? Spezialbotrytizid mit vielen Zusatzwirkungen, auch gegen Sekundärfäulen, Resistenzabsicherung durch zwei Wirkstoffkomponenten und sehr, sehr lange Dauerwirkung mit protektiver und kurativer Fungizidleistung, speziell auch nach der verschiedenen Witterungsereignissen wie zum Beispiel Hagel. Unsere Weinbaufungizide im Überblick. Ampexio vielleicht nochmal zu erwähnen, diese kurze Wartezeit. Das neue Produkt Kumatol, unser preisgünstiges Kupferprodukt.
Dann das Dynali, das Produkt gegen Oidium schlechthin. Auch Bergado wird von uns vertrieben mit dem Produkt, mit den Wirkstoffen Mandipropamid plus Folpet. Ridomil nur mehr heuer möglich. Switcheben, Spotriticid gegen Sauerfäule bzw. Penicillium Grünfäule. Thiovicet, unser Schwefel, und Topas, das einzige SSH-Mittel am Markt noch, mit sehr, sehr breiter Anwendung, wird ebenfalls noch sehr, sehr gern verwendet. Unser Weinbauspritzplan für 2021 zu Spritzbeginn neben Thiovicet, unser Schwefel mit 7,5 Kilo. Dann in der Vorblüte Topas mit Ridomil oder in Zukunft Topas zum Beispiel mit Folpet, beziehungsweise letzte Vorblütespritzung, um hier vor der Blüte eine qualitativ hochwertige Spritzung, um hier sauber zu machen, mit Dynali und Bergado. Dann in die abgehende Blüte den Wirkstoffwechsel, in die Nachblüte mit Dynali plus Ampexio zum Beispiel und dann kurz vor Traubenschluss oder zu Traubenschluss Ampexio plus Switch und dann eben zum Abschluss die Varianten mit Kumatol, Kumatol plus Topas, hier um die Rentgenönigkeit der Weine eben zu gewährleisten. Ein neues Produkt für den Obstbau möchte ich Ihnen nur ganz kurz im Steckbrief vorstellen, mit dem Namen Affirm Opti, ein Granulat. Emamectin ist hier der Wirkstoff. In den Kulturen Kernobst, Steinobst, sprich gegen Apfelwickler und Pflaumenwickler, ist es bisher zugelassen. Dreimalige Anwendung im Kernobst mit 0,69 Kilo pro Hektar je Meter Kronenhöhe, beziehungsweise in der Pflaume etwas höher dosiert mit 2,5 Kilo pro Hektar, dreimalig pro Saison mit 7 Tage Wartezeit. Also ein neues Produkt. Für weitere Informationen stehen wir natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Abschließend nochmals unsere Zulassungsnummern für den Wein- und Obstbau. Sollten Sie noch Fragen haben, liebe Winzer, stehe ich Ihnen natürlich gerne unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: 0664 19 19 832. Bin telefonisch fast immer erreichbar, beziehungsweise natürlich auch vor Ort für Beratungen verfügbar.